Open vielleicht noch mal den Exterior, wenn du näher dran bist. Oder? Und da ist auch Da ist auch der der Glaive-Pilot immer noch Glaive-Pilot immer da. noch da. Okay. Bring dich Bring dich rückwärts ran, rückwärts aber ran, pass aber auf ihn pass auf auf, ihn nicht, auf, dass er nicht, dich dass du dich abschießt. abschießt. Ja. Ah, ich sehe ihn, Oh, ja. ist eingestiegen in Eingestiegen die in die Glaive. Glaive. Nochmal, Exterior open. Wo ist Wo der ist der Knopf? Knopf? Oh, weiß ich nicht. Hast du keinen Knopf ge. Open Exterior, here we Exterior. go. Oh, er versucht da jetzt. Er ist wieder ausgestiegen. Versucht jetzt auch Okay. reinzugelangen. Weil er versucht zu uns zu kommen. Ich weiß nicht. Ah, ne, passt schon. Versuch mal rein. Genau, ja. Okay, alles ist Alles ist rückwärts. rückwärts. Ich glaube, vielleicht ist er sogar friendly. Ich weiß nicht. Ja, rückwärts. Ah, versucht mit reinzukommen. Soll ich ihn killen? Deine Deine Entscheidung. Entscheidung? Immerhin Ja, boardet er dein Schiff Schiff ungefragt. ungefragt. Ich Ist habe er ihn tot? außer Gefecht gesetzt. Er läuft weg. Warte, okay, warte, du musst weiter runter. Und ist ausgefahren, gell? Ja. Ja, ja. Weiter nach vorne und dann nochmal nach, also und dann wieder nach hinten. Genau. Bisschen nach So. unten jetzt. Genau, nach unten. Bisschen nach vorne. Bisschen nach vorne. Moment, Moment. Kameraangel, Kameraangel. okay, nach Ja, vorne. vorne. Ja, nach unten weiter, nach unten. Zu Idris hin, ja. Okay, oh Okay, jetzt ja, muss alles klar. ich jetzt ein bisschen angeln, so, dass ich reinschauen kann, sozusagen. Ja, genau, jetzt hat. Siehst ja meinen Stream, ja. Siehst du, da ist der Pilot Seat. Also, wir müssen noch ein bisschen nach rechts von Glaive mir aus. kommt. Geht. Glaive ist Glaive ist Arschloch. Arschloch. Genau, dachte ich halt schon. Was machen wir jetzt? Das weiß ich Chattet der? nicht. Einfach schnell sein. Ja. Bisschen nach hinten. Zurück. Zurück. Ja. Ja, weiterhin nach hinten. Glaive Glaive kommt. kommt. Okay. Okay. Ne, ist Rausgefallen. durchgeglitscht. Ja. Durchgeglitscht. Oh shit. Drückt wieder drauf. Okay. Bist drauf, Bist sagst drauf, du? sagst du? Ja, bin drauf. Probieren wir es nochmal. Aber du warst schon richtig, genau so. Okay. Ich muss halt irgendwie auf diesen Sitz springen oder so. Ist ja blöd mit der Glaive, ne? Na, mach Ja, das macht das Challenger. 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 More More Challenge. Challenge. Oh, ja. So ein bisschen, ja. Ah, so ein bisschen. Warte. Und ist eigentlich schon Vorwärts, gut. rund, runter, Runter. nach rechts. Ja, genau. Sowas? Ja, siehst du mein Stream? Ich muss ein bisschen Ne. nach näher zum Sitz im Prinzip. Dragonfly ist back. Oh, ich bin draußen. Okay. Ich bleib Ich mal bleib hier. mal Ich hier. bin Ich bin diesmal nicht diesmal nicht durchgeglitscht. durchgeglitscht. Ich jetzt voll weggehauen. Ist das Autano, die Glaive? Nee. Weiß ich Weiß nicht, ich kann ich nicht. nicht Kann ich sehen nicht sehen gerade. gerade. Bin in Bin Third in Third Person. Person. Ja, ich gehe mal kurz wieder rein. Okay. Okay. Er muss noch weiter nach hinten. Jo. Sonst geht. Ja. Ist echt schwer, ins Nope. Reinlaufen. Nochmal. Nee. Nee, du musst Au. dich anders positionieren. Okay, Okay, wo muss ich wo muss hin? ich hin? Wir müssen im Prinzip, du siehst mich ja, wo ich EVA, gell? Ja, irgendwo Ja. Ja. dahin, genau. Ja. So ist So ist gut. gut. Wir müssen so nah wie möglich an den Sitz. Nee. Was driftet alles ein Driftet. bisschen? Ja, driftet, ja. Weiter Bisschen rechts zurück von mir aus oder? gesehen. Rechts von mir aus gesehen, rechts.
Rechts, okay. Und du musst ein bisschen rollen, damit du, weil du... So rum oder andersrum rollen? So rum, ja. Weiter nach rechts noch, oder ist gut? Bist mir nur noch weiter nach rechts. Oh, das ist links. Ja, genau. Ja. Weiter zurück. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Das ist nicht rechts. Bisschen nach oben und dann nach rechts, genau. Ja, genau. Ja, da oben. Ja, bleib mal so, bleib mal so. Okay. Ach, shit, jetzt. Ist die Rampe nicht magnetisiert? Geh noch ein bisschen zurück, oder? Ja, bleib mal so. Wir haben richtig also. Ja, ich bin drin. Das sah gut aus. Bin drin. Awesome! Jetzt killen wir erstmal die. And there was a firefight! Jetzt killen wir erstmal die Blades. Die Clay. Wer schießt denn hier? Oh, jetzt habe ich aber Criminal. Oh, oh, ist alles explodiert. Die Dragonfly ist immer noch in dir. Ah, du schießt! Ich schieß automatisch auf die Anfänger da. Weil die. Weil ich jetzt. Nicht auf mich schießen hier. Sorry, sorry, ich mach das nicht. Das machen die. Ja. Boah, ey, pass auf, die schießen auf dich aus irgendeinem Grund. Ja, weil ich keine Crimestat habe wahrscheinlich. Ey, scheiße. Ja, stimmt, deswegen, weil ich eine Crimestat habe, schießen die auf dich. Ja, also ist ja alles. Alles gut. Juhu! Was machen wir jetzt? Awesome! Oh, ich krieg meine Videos. Ich würde die super gerne auf einem Planeten neben einer Karak sehen für einen Screenshot. Au, au, au! Wenn du sie irgendwo landen kannst, dann hole ich meine Karak kurz dazu. Wo sollen wir landen? Aberdeen oder was? Irgendwas Schickes. Hurston wäre geil. Ja, stimmt. Magda auch. Magda auch, ja. Ah, Hurston, das ist cooler mit Pflanzen und allem. Ja, ich schau mal Hurston. Alles klar. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Server hält. Ja. Ah, cool. Sehr, sehr geile Aktion. Oh! Here we go. Wir haben die Glaive noch gegeben. Aber ich hab echt genervt, ey. Ich hätte ihn nicht umballern sollen. Aber egal. Mega, mega. Okay, ich hab alles auf Video, wie du eingestiegen bist und dann ein bisschen rumgefliege. Ja, ich auch. Ich hab auch aufgenommen. Nice. Okay. 32.000 Quantum Fuel. Oh, und ich hab einen Quad Combat Rating gekriegt. Ja, das ist für die Idris. Und genau. Party has been disbanded. Weiß nicht. Oh. Sagt er mir gerade, weiß nicht warum. Ist noch in der Party, ja. Okay. Nice. Gucken, ob meine Karak spawnbar ist überhaupt. Schießt die auch auf Targets an Land? Vielleicht, habe ich noch nicht probiert. Wir könnten eine Bunker-Mission machen. Stimmt, fliegen wir einfach zum Bunker. Ich muss eh hacken eigentlich. Aber ich kann halt das Problem, ich kann nicht aussteigen. Ah, ich komme zu dir. Was schießen die jetzt? Du schießt auf irgendwas. Ich höre das. Die werden schon richtig machen, die Bots. Vertrauen die da schon. Oh, kannst du close to Everest fliegen und Everest in die Luft sprengen? Ich hab schon versucht, Pio abzuballern. Nice.
Okay, Carrick ist gespawnt in Hangar 4. Ich jump mal HDSF Handles. Okay. War da noch irgendwas? Foto mit mir vor der Itris stehend. Oh, ich bin ein bisschen durch den Plan gekonnt und. Oh, lebst du noch? Ja, lebe noch. Okay. Oh, das wäre lustig, wenn die Itris durch Planet quanten kann, weil nichts für sie geleistet ist. Oh, streamst du von der Brücke aus? Geh mal kurz in. Du schießt immer noch auf irgendeinen Scheiß. Ja, wahrscheinlich ist es bug. Schießt einfach auf. Aber ist cool. Komm mal für die Fotos. Geh mal kurz in First Person und sehen, wie es innen aussieht. Oh, das ist ganz schick. Achso, ja, man sieht es im Bild. Ja, und Cockpit ist nice. Hier gibt's Radar 10. Hey, jetzt haben die aufgehört zu schießen. Okay. Ich hab Radar Temp gedrückt und das haben sie auf. Aber es ist halt schon ein bisschen gefährlich hier, weil hier halt Fat Gravity ist, ne? Ja, das kriegst du schon hin. Schießen. Ich muss nicht zu viel Gas geben. Ich rechne mal. Wie ein Reclaimer hier mit der Gravity. Okay, leaving Everest. Das Problem ist halt, die werden nicht abballern, ne? Ja, ich werde vorsichtig dann rankommen, aber wahrscheinlich, wenn die in die Atmosphäre weiterschießen, bleibe ich ein bisschen zurück. Ah, ich hätte gern so ein Größenvergleichsfoto, entweder zwischen einem anderen Schiff oder zumindest mit einer Person davor. Ein cooler. Ja, du kannst Craig ja. Aber du musst halt weit laufen, ne? Du musst halt weit laufen, ja. Und dann fliege ich nach. Oder du lässt die Craig halt einfach explodieren. Ich meine, ein bisschen was aushalten sollte ihr ja schon. Solange ich das nicht mit meiner Railgun abballer. Solange die. Ja. Das werden wir wahrscheinlich jetzt eh noch machen dann am Ende. Vielleicht dich mit der Railgun, ne? Also die Craig. Aber das Problem ist, du bist dann halt stranded, gell? Erstmal muss ich schaffen, Everest zu verlassen. Leider kann ich ohne, dich mit dem Schiff mitnehmen. Türen mich zermalmen. Ich kann dich schon mitnehmen. Du musst halt irgendwo oben reinpacken. Kannst du unten mitnehmen. Ja, notfalls laufe ich ein bisschen. Come on, Türen gehen auf. Wenn ich dich beeilst, kriegen wir den Sonnenuntergang vielleicht noch. Ja, ich versuche es. Ach, das ist schon super schön. Du nimmst auch auf, sagst du? Ja. Geil. Okay, Türen gehen auf ein zweites Mal. Und mit Afterburner! Au! Yep. Draußen. Die ist ganz schön schnell in Atmo, ne? Na gut, ist halt noch nicht wahrscheinlich gemodelt dafür. Ja, ist auch nicht für Atmo gedacht, generell. Ganz schön schnell in Atmo. Okay. Du bist in Atmos, oder? Ja, was hab ich gesagt? Ja, ich glaub, hast du meinen Marker? Aber du solltest nicht zu mir jumpen, wenn ich hier. Da, nee, ich versuch die Station zu finden. Warte, ich schau nochmal kurz nach. Da, ne, Hendrix, alles klar. Genau. Coming.
schießt du immer noch? Okay, 30 Kilometer out. Selbst wenn ich Weapon Systems offline mache. Hast du gerade gemacht? Ja, aber die, der Turret schießt immer noch weiter. Aber die Gatlings. Deine Railgun könnte aus sein. Ja, die Railgun ist aus und die Gatlings schießen. Okay. Hat die irgendeinen Coverage Loss? Black? Wie heißt denn das? Toten Winkel. Oh, weiß ich nicht. Kann man hier, ich kann dir ein bisschen Deckung geben mit dem. Mit so einem Berg dazwischen. Ja, mit dem Berg. 20 Kilometer. It's so pretty. Bogey. Hab dich am Lock. So stelle ich mir so ein bisschen die Perseus auch vor. Aber die Perseus ist kleiner, gell? Viel kleiner, ja. Die ist kleiner als eine Hammerhead, oder? Ja, ähnlich groß. Natürlich eine Idris statt einer Perseus. Ist die Player achievable? Geil. Mehr oder weniger. 10 Kilometer? Du schießt immer noch, sagst du? Ja. Also die Gatlings habe ich ausgeschaltet, aber die Turrets schießen. Bist du VTOL an oder aus? Ich kann es auch ausmachen. Aber es sieht halt dann nicht VTOL nee, realistischer. Ja. Oh, ich sehe dich. Nice. Noch schießt nichts auf mich. Licht geht auch leider noch nicht. Ah, da kommt die Carrick rein. Ja, die schießen nicht auf mich, das ist gut. Nee, die ballen einfach irgendwo hin. Oh, harte Landung. Oh mein Gott. Ja, so viel zu deinem Foto, ey. Nein. Das war so schön. Ich habe wenigstens ein Foto von einer kaputten Carrick gemacht. So, oh, das Teil mal kurz, da bin ich jetzt neugierig. Ja, ist die Media, mach ich die ganze Zeit. Okay, danke. Oh. Nice.
Ja gut. Ich flieg mal weiter. Weil die Carrack eineinhalb Stunden. Fucking Wahl. Hab ich so beeilt? Jetzt siehst du mal, was ich hier leisten muss. Oh, das ist aber ein richtig, richtig schöner Screenshot. Der ist großartig. Nein. Auch mit der kaputten Carrack. Nur schick. Ja, ich werde mal ein paar uploaden dann. Ja. Geh mal näher an die ran mit dem Sonnenuntergang. Machen wir mehr so Nahaufnahme. Ich muss noch Pictures of the Month wieder uploaden. Licht ist so gut. Und die Waffen wieder. Schau mal, wie schnell die ist. Oh, es ist so hübsch. Da ist er wieder. Mein Discord nicht abgestürzt. Ah, nice. So hübsch. Ah, ich hätte gerne noch ein Foto stehend davor. Ja, können wir woanders machen. Ja, ich würde gerne mal eine Mission machen, halt, ne? Ja. Ja, lass mal machen. Bin ich dabei. Die Frage, wie Hydrogen Fuel ich hab. Siehst du nicht? Nee. Das ist gar kein Intro, kein Radar, nichts. Shit. Kann sie jemanden locken, aber du siehst dann nur den Pip. Ah, ich hab meine Super Hornet verloren. Ja. Nicht mehr spawnable. Ich mach schnell eine Pisces. Hast du irgendeine gute Mission oder? Ich kann mal gucken, aber ich glaube nicht. Ich habe nur Remove Flame Jumper. Ich hab sie mal geshared. Mal cool. Oh, ich weiß, was mein Problem war. Ich war die ganze Zeit in Cruise Control in Third Person. Also warst du uncoupled? Nee, ich war coupled in Cruise Control. Ah, okay. Aber ich wollte schon außen filmen, das heißt, ich hab nicht gesehen. Fuck, nee. Ich glaube, es ist Zeit, deinen Noob-Suit anzuziehen. Yep. Ja. Alter, als ich aufgewacht bin hier, war ein Noob neben mir im Fahrstuhl. So in absoluter Noob-Uniform. Und als wir dann unten aus dem Fahrstuhl ausgestiegen sind, hat er seine Uniform ausgezogen und längst Hut und Monokel aufgehabt. Ja, so. So den goldenen. Genau. Das ist einfach ein echt krasses Schiff. Pausiere mal kurz.
wieder zurück. Wir werden jetzt aber Englisch reden, weil Lion ist gejoint. Dude, that's all good with me? No, I speak, I gotta understand. But we were talking in the German the whole video, so I have to explain, like, why we're talking English. Ich verstehe alles. Oh, 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 that's not good. Kannst du Deutsch sprechen, wenn du willst. Oh, really good, yep. Woher sprichst du Deutsch? Ich bin in Deutschland geboren. Na, dann können wir alle Deutsch reden. Ja? Keine Ausrede. Ich meine, Deutsch ist nicht mehr so gut, weil ich es nicht jeden Tag spreche, aber ich kann Deutsch. Boah, sprechen. Nicht schlecht, ja. Genau. Ich hab dir das schon gesagt. Ja, hast du schon gesagt. I told you, like, yo, I speak German, I can understand German. Yeah, but you do. Alright, I'm spooled on the quantum beacon. Yeah, somehow the plane jumpers see maybe they spawn. It's hard to fly. Bist nicht auf der gleichen quantum beacon dann? Vielleicht habe ich noch die falsche Mission drin, warte mal. Accepted. Oh, ich habe immer noch den Tracker von der Idris. Ja, dann musst du einfach nur der nach. Ja, ja. Ich kann nochmal sharen sonst hier. Ich schalte mich. Oh, hab ich. Du bist ganz woanders. I just got a contact. Alles gut. Hure L5. Yep. Coming. Ich komme in einer großartigen Pisces. Oh ja. You stole it with the Nomad? Yeah. You got in there with the Nomad? Mhm. Have any markers though, so it's hard to see the truth. Yeah, I think they're gonna do a certain serious buff on that entrance though when it comes out. On the what? The maneuverability, because it like it turns and flies like crazy fast, man. Like there's no way that the thing is gonna be that fast. What, Davis? Yeah. Yeah, especially in Atmo as well. Yeah. I mean, it's not yet. I don't think they modeled that yet. Nah. I mean, for its size, I mean, it turns faster than the 890. It's like. I mean, it is more aerodynamic, though, than the 890. Yeah. Don't forget it's military ship. The 890 is fucking brilliant. It's a big boat. But, what was his name? Brown Sugar, when he killed that hammerhead with it. It was funny. So Skip, this other guy, he stole the Idris, right? But he stole it right as these guys were doing the Idris mission. So they came and started attacking him. And didn't realize it was a play. You know, so he's just turning and flying towards them, and they're like, what the hell? And he took out the hammerhead, and he was like in chat, and was like, oh man, I got pinged and gone. You know, pretty funny. That was a good stream, if you would have been streaming it. If I don't see it. Hey, you asshole blamed me for the landing. What? I just saw your comment. Skippy landing. Oh yeah. Dude, it was your landing. Yeah, that's very true, yes. Yeah, I don't know. It's hard to finish this mission. I just want to test it. Are you here already, Skippy? No, 800. Last jump. I mean, I have a crime start already, so. And what? Well, there was a glaive. It was like basically bugging us, so it was hard to get in. So yeah, I blew him up then. Once I got in, I had to blow him.
I mean, why he tries to, you know? I mean, he wanted to get himself. There was a player with a glaive. Yeah, yeah. That was trying to get him. Yeah, he pushed us away. Always, you know. First he got on my nomad, then I tackled him, right? So and then he got out of my nomad again, you know. And then he went into his glaive and tried to push us away every time. This was at the Idris mission. He was doing that. Just now, yeah. There were multiple people. There were one dude who he tried to bug in with the Drake hover bike. At one point, the hover bike was inside the cockpit area, but I don't think it works. Yeah, I don't think so. Because I was trying to get into it with the Gladius, you know, through the cockpit and stuff. You need something with gravity. I'm here. And with the Nomad, it's really hard as well, because you have to still jump. It's hard to get it right, really. It's not easy. How did you get that mission when you have Crimestead? No, good question, I don't know. It's the only mission I had. Alright. I kind of can just want to the film you. Guide you to the sentries? Yeah. Sure? I don't see any sentries. I don't see any markers, like... No MFDs. Yeah, I can... Well, you don't see anything. You can't even lock. Like, you can lock, but only if you see them actually right in front of you, like, physicalized. I just hear kill, kill, kill. Like, the turrets are killing everything. I told you, the turrets do shoot. Yeah, it's crazy. They shoot everything red for me. Okay, one sentinel is... Here? Oh no, that's not a sentinel, that's a prospector. No, we need the turrets. I don't have many markers. That is another prospector? Yeah, I'm gonna kill them, captain. Yeah, they're only two prospectors here. No turrets whatsoever. Not sure if you killed all of them already. But then we would have got money, right? That's true. Man, that's stupid. Like aiming that ray gun on a prospector. It's so stupid. Boom! Wow. Hey! Prospector survived my railgun. Ooh. Did you hit him or? Yeah, I hit him, man. It's on the video, man. I hit him. You know what? I still have the dragonfly. Alright. Dragonfly is still inside of you. I know. Oh, really? I know, which ship I'm gonna use to kill the Idris next time, the Prospector. Can you mine it away? No, because the railgun doesn't kill the Prospector. It still turns slow line though. It's not that. It's still similar to an aim. Yeah. But I think you know, I probably. How long are you going to be on? Because I think that would be kind of cool landing on. Landing with the 890 next to it and stuff like that. Yes, we want to do some pictures. I tried that. Yeah, just choose a planet. Some cool. But. This mission is bugged, like, or we have one more prospector, that's it. Yeah, I'm trying to kill it. It's really hard. Relatively steady right now. Oh, there's another blue camp. Oh, that's you?
No, something just arrived. Really? Yeah. Yeah, I don't have a radar. You are my radar, Skippy. That's another prospector. A couple of prospectors arrived. Okay. Are you around PO? Crusader? Her L5? Where are we? Her L3? L5? Something like that, yeah. Don't you have the marker line? No, I'm still in that other server. I'm just gonna throw it. Oh, pretty! No way. I'm not gonna be able to. Nah, I'm not gonna be able to get the 890 because it's. This is destroyed. Well, remember I tried to. Yeah, exactly. Wait, so it's gone for you. Destroy it. It says unknown. You can't claim it, right? Well, I'm at, it won't. It's saying it's at Everest Harbor, so I might be able to find it somewhere else. But nah, probably not. No, usually it's a character reset, unfortunately. Welcome to the club, man. Yeah, nah. Okay. Shall we go to PO first and go to a moon or slow this quantum drive, huh? Not too fast. I will follow you. I'm still in favor of first, and my character should be claimed now so we can try that again. Okay. And you were good with landing. Oh, got him. Let's nice. See. Oh, beautiful! Was it a kill now? Yep. Survived the game, see? The prospector survived. No, there are many more coming in. Yeah, but I can't kill him with my railgun, that's the problem. No. It's such a massive ship. Oh. Okay, it's meet up Everest Harbor line. Alles klar. You still at the party? For me? Oh. Yeah, yeah. It's shooting cum at me. It's shooting you? Shooting blue cum at me. Oh, the spooling. Spooling to her. And spooled and gone. I'm gonna pause. We arrived there. So we came in? Getting hit by the security. Oh no. Okay. I'll land and get my character. Okay.
Hangar 4. Oh, do you have a screenshot of the Carrick exploding right in front of you? No, I don't think so. I only have those in SC Media. Oh, these are dedicated screenshots, not video grabs? What do you mean? Are these dedicated screenshots or just grabs from the video? No, they're dedicated screenshots. I see. So it should be on the video. Yeah. Nice. Nice. That's really hard to hit a Titan, man. This ray gun is for our Hammerheads, more than stuff. You should go to some of the trading outposts and shoot caterpillars out of the sky. I don't know if the server people are in. Where is everybody? I don't know. Just got into my character. Line, where are you? Trying to kill the pilot right now. Oh, you're trying to get another one? Yeah. That'd be pretty dope. In the same server? No, I don't think we are. But, this one might be. Lock out in a bed of Idris and then spawn it in another server. Yeah, that would be. I have an ECN alert, let's try it. And then jump to Mark. Wait for me. Coming out. Oh, there's a Carrick right in front of me already. Where are you skipping? Not sure. This is the aerial. No. Where are you? Aren't you at Everest? Yeah, I was, but 60 km, I had to jump. Oh, okay. You can meet at Ariel, sure. Ariel, is the alert, sure. Did not get the mission. Yep. But doesn't matter. No, just sure. Ah, here we go. Alright. I cannot be of much help in a Carrick as a lone pilot. That's all good. I have my bots. Very good. Jump to area. Yep, same. And spooled on the alert. Is that you behind me? Yeah. Oh, there's another player. There's a blue one. Blue guy? Okay. Where it is distressed beacon? No. Right where you are. Somebody shooting. Yep. There is Quagga. Quagga, yeah, and a Titan. Bro, man. Yeah, I should have a bounty by now, right? Yeah, I'm pretty sure you have one.
It's still crazy that I get easy ender loops and stuff. Quagga is escaping. No. Oh, Quagga is following you. Of course, yeah. He's gonna try to get my bounty. I'm protecting a civilian in the Idri. I wonder if Quagga has any idea what you are. This is an emergency call. I am under attack and in need of assistance. Come back. Is the civilian attacking me? Shields under fire. Is it this? Plus Constellation Andromedas. Ja, das ist der Civilian. Nee, es sind. Feindliche. Feindliche Andromedas. Wo? Bravo. Gleich links hier. Schießt auf dich. Und. Du bist. Nee, das bist nicht du. Das bist du. Ah, okay, da ist die Feindliche. Ja. Mach keinen Damage mehr. Hm? Du machst keinen Damage? Nee, mit der Railgun mach ich keinen Damage mehr. Ah. No Damage. Yeah, I think this Idris might be glitched. I'm inside the cockpit, but... So, look at my stream real quick. Tell me what you think. Ready? Yep. Oh, okay. Yeah, but I think you still have to shoot him from that angle, right? Yeah, you just can't float in. I'm not getting any hit more. But keep on trying, maybe you just can glitch in like that. That's easy. Yeah, I think. Just have to fly in. Where's the civilian? I took out all the fighters and stuff. Ah! Hit him. Okay, maybe you have to be near with the railgun. I don't know.
Or does the Connie have so heavy shields that it can take a ray gun? No, no. Definitely I'm quicker with a Super Hornet doing this mission. Wait, you still doing the, is there another interest mission up on yours, or not? There's another one? No. Not too long. Well, I can't get it anyway with the crime stuff, so. I don't know, you probably have to head to the server, see. I don't have enough, mission chain. Yeah. Not playing enough. Dude, there's 3 ECN alerts and you should be able to get the Eckhart mission. Okay. Ooh. We're lucky if you had one piece after that thing. I know I did like a couple of bounties then, but when I did wind up getting the mission was when I did the 3 ECN alerts. Yeah. Yo, we did the objective. Nice! 5,000 UN. It was so worth it. What are you still shooting at? I don't know. I think the Idris is trying to kill me. This pilot. Oh, maybe the dragonfly inside of it. Ah, possible, yeah. Yeah. That's why. Alright. Off the microphone. Oh, it stopped. Okay, let me get really close to you. Align to microtech. Yeah, I'll be jump leader. Mm-hmm. Aligning, spooling. Okay. Calibrating. I will get really close. One moment. Yep. You ready? I am next to you. One moment. Okay. Where are you spooling to? Aberdeen? No, microphone. Wait, that's not here. Why is it not here? Here we go. Okay. Aberdeen marker was in the way. Okay. I am ready. Okay, I hope this works. Okay, jumping. 3, 2. Did it jump you? Ja, aber leider bist du rückwärts gejumpt und nicht vorwärts. Du bist nicht hier. Ist tatsächlich wirklich einfach rückwärts geflogen. Oh, schade. Alright, I'm gonna pause here. Jo. Oh no, that's also bringing us around. No, all good. Sweet. That should be close enough to some green area, yeah. Oh, siehst du den Spot Richtung Grasland, wo so eine Insel im Schnee ist? Ja. Das ist geil. Ja, oder einfach in den Wäldern. Ja, das sollten ja Wälder sein hier, oder? Ja, auch. Ja.
Okay. Cruise Control is on. Können nachher mal Zielschießen auf die Carrick machen. Packe ich die irgendwo auf einem Hügel. Schon ganz gerne aussteigen. Ne? Kommst du irgendwie raus? Ja. Und kommst nicht wieder rein, sagst du? Das Gebiet driftet ziemlich rein. Ich bin nach links drin. Ja.
So. Nee, komm da nicht mehr rein. Schon ein geiler Größenunterschied hier. Schicke ja. Fotos. Du hast noch ein bisschen schief gelandet. Warte. Mäkelt er schon wieder an meinen Flugkünsten hier? Ja, ja. Deine Triebwerke sind nicht gerade. Daran liegt's nämlich. So that is the subscriber. It's mine. Cool. Materium, did you once you shot off the wings and everything, it was pretty easy to get in there. Yeah, you got to shoot off. Nah, it's not pretty easy. You have to get it right. You have to get it right. You're shooting off all four, like the yeah, all four. Yeah, that's what I figured. Because the first time I was trying, I only shot off the two. Nah, I gotta shoot all four. All right, give me a sec. Alright guys, hope you enjoyed this video. It was in German and English, but definitely was fun, the Idris man. Definitely got some nice shots as well. Yeah, have a good one.